Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie ich eine schnelle braune Soße zubereite. Als Grundlage hatte ich für meine braune Soße die Frikadellen, die ich gemacht habe. Du kannst die Soße aber auch generell machen. Dazu schwitze einfach eine gewürfelte Zwiebel in Öl an und gib noch ein paar Kräuter dazu. Wenn du das getan hast, kannst du wie hier im Video gezeigt weiter fortfahren. In die Pfanne gebe ich ein Stück Butter für den Geschmack und einen Esslöffel Tomatenmark. Die Butter und den Tomatenmark verrühre ich und lösche die Sache ab mit einer Tasse Wasser, in der ich vorher einen Teelöffel Stärke aufgelöst habe. Nun gebe ich einen Esslöffel Möhrenkraut, also Goldsaft, hinzu und verrühre diese. Du kannst sehen, wie die Farbe sich von Rot zu braun ändern. Die Soße abschmecken mit Gewürzen deiner Wahl. Ich verwende hier Salz, Paprikapulver edelsüß, Knoblauchpulver und schwarzen Pfeffer. Meine Zutatenliste findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat die Soße nun den Geschmack, der dir gefällt, passiere sie durch ein Sieb. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben von dir. Das Ergebnis ist eine tolle braune Soße, die du ganz leicht und ganz schnell selbst herstellen kannst. Passt zu Kartoffeln oder auch auf Nudeln als Ketchup-Ersatz oder immer da, wo du eine braune Soße haben möchtest und keine hast. Hier siehst du meine letzten Videos und wenn dir eins davon gefällt, klick einfach auf das Bild. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!